Also kein Spieler aus der ersten Welle mehr tun, aus dem Kampf. Der Spieler, der Lenny Oliveira, den zu Osnabrück aus, den also operiert ging, mit ein bisschen Hoffnung, dass den zurückkommt von der Verteidigung, der war in der Belsch dabei, den hat es einfach gefehlt, Militetour. Die Hoffnung war ein bisschen da, dass den zurück ist, aber das muss leider auch müssen eine OP müssen machen, und der fehlt also noch. Du hast schon gesagt, du PCR-Tests zum Beispiel gemacht und in Corona-Medien noch, dass das vielleicht auch noch ein Nummer mehr groß ist wie eine Elite-Tour von der Organisation hier. Ja, generell eine Europameisterschaft ist immer mehr groß wie eine Elite-Tour oder eine Qualifikation. Das sehe ich die Fassfinale. Aber das sind Bestimmungen im Land. Das lohnt nicht mal PCR-Tests zu dienen, das ist allgemein, das sind Restriktionen vom Gouvernement oder vom Land, an die erwarten von uns, dass wir uns testen am Flughafen. Und, ich sage nur mal, das haut man der Situation wieder aus. Nur noch das hoch, wie die Jungen sind gekommen, einen Schnelltest gemacht, für einen zu gucken, wenn ich dabei wäre. Da können schnell zu einer Bunnen, Lume Haut noch eh Schnelltest gemacht, für bevor es um PCR-Test geht, für eine Woche ein bisschen mehr in Sicherheit zu haben. Und dann geht die nächste Etappe noch, und das ist dann halt eben den. Den Test da innen, am Flughafen direkt. Ich war 3D da, ich hätte auch da müssen durch, und wenn ich die Hygiene da gucke, das ist nicht so wie bei Eis. Da fährt nicht immer so ein bisschen, dass da eventuell noch etwas schief gelaufen, aber im Endeffekt hoffen wir und wir haben alles so gemacht, dass wir in dem guten Gefühl da oben können reisen und dann hoffen, dass wir alle mal Samstag morgen den Message kriegen, dass wir abziehen zum Aufhängen können. Nur der Victor gegen England, war ein Interesse für die Medien riesig. Spieler für den Trainer. Die Trainer sind natürlich gewinnt, Spieler nicht. Weil es hat einen Impact auf die jungen Kerle. Sie werden natürlich nicht gewinnen, wenn du die ganzen Medien rum und direkt in Europa mischst. Knapp du nur. Ich weiß nicht, ob du vielleicht und doch vielleicht genug Kind darüber antwortet. Ich denke schon, dass das kompakt auf die Spieler ist, aber ich habe gerade gesprochen vom Development von einem Genre, von einer Entwicklung gehört das dazu. Wenn sie eigentlich will Profi gehen oder ob DW will gehen, da gehört das dazu, da kennt das noch seinen Alltag. Ça fait part de joueur de foot. Und ich meine, für sie ist es eigentlich wichtig, das zu erleben und dann noch eigentlich daraus hier Konklusionen zu ziehen. Weil es geht immer nur darum, auch den Kopf frei zu tun, was im Fußball ist, das gehört dazu und das ist auch. Medial dann ja, gehört das dazu, aber im Endeffekt hat das wichtig, dass was am Terrain aber noch geschieht. Aber wie gesagt, das ist auch für die Jungen die nächste Step in der Entwicklung. Vielleicht ein Hohepst dazu. Hast du von der Joch geworden? Nein, also wir freuen uns extrem auf DM, für allem. Also wir dürfen nicht aufgeben, weil DM könnte noch. Wir freuen uns drauf, wir sind präpariert. Und dann. Wir dürfen nicht aufgeben für allem, weil sonst kann es schief laufen. Wir müssen einfach am Boden bleiben, bis wir gemacht haben. Und dann meine ich, dass es doch kann funktionieren. Du spielst schon regelmäßig beginnt so Gegner, die auch an der Gruppe von Deutschland kein Turnier spielen. Ja. Das heißt, das ist ein Viertel vielleicht. Trotzdem. Ich kann es auch schätzen, wie du. Eine italienische Equipe ist nicht, wo es die Insel in Mappen nicht kennt, oder israelisch? Ja, also sie spielen oft schon auch bei den jüngeren Mat-Spielern. Aber ja, das ist schon ein Vorteil, weil ich es auch schon besser kann. Und ja, aber der Fokus ist, wie der Mario schon gesagt hat, auf Israel. Ich weiß auch noch von dem Israel-Match, auf den ich nur fokussiere, dass. Was das für einen Trainer, ist das für die Spieler auch einfach wichtig, für zu wissen, wo ich stehe. Auch am ganzen Encadrement, weil ich in der Hand komme, also kenne ich das noch nicht. Ist das echt der Fokus oder willst du trotzdem auch ein Resultat erreichen? Was ist da mehr wichtig, am Turner da ranzukommen und zu wissen, wo der steht? Oder wirklich da an dem Match vielleicht probieren, irgendein Resultat zu machen? Also wir gehen in allen Matchen gehen wir auch auf ein Resultat zu. Und, das war auch gegen Frankreich, da war eine Idee da, aber just, dass ja, den, ich will nicht so eine Idee nicht ganz abgegangen, der Plan. Sie haben uns da Probleme gemacht
Und dann haben wir dann vielleicht nicht die richtigen Lösungen gefunden, für uns besser können, ja, rauszuspielen. Und, in England wird genau dasselbe. Ich muss auch einen Plan, ich muss eine Idee. Und die hast du auch durchstanden, einen Elfmeter, den wir kriegst, dann gehst du in null Führung. Das ist ja auch dann immer so ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und du hast einen guten defensiven Block und dann mit einem guten Umschaltspiel und mit einem 2-0 gemacht. Und mit noch ein bisschen Chance dabei, dass ein Ball auf den Porto gegangen ist. Aber da tun wir was zum Schluss souverän aber gespielt hat, vielleicht noch ein Dritter können schießen. Und das ist auch so, mit planen den Menschen Israel so viel für aber etwas zählbares Mottwillen zu holen. Und wenn das nicht so ist, dann gehen wir den nächsten Match und probieren auch weiter. Und wir müssen Match für Match gucken. Was ich so gut fand an der ganzen Geschichte, die Jungen haben in den letzten 6 Monaten, so, wenn wir das mal gucken, die 2 Ländermatcher und eine Elite-Tour plus 3 Matcher mehr für ein fast Final, das sind 5 Ländermatcher. Das finde ich eine Entwicklung immens. Die Franzosen hatten, wie wir sie gespielt haben, hatten halt gewisse Spieler aus dem Jahrgang 12-14 Ländermatcher und wir hatten da 2. Und ich meine, die Ländermatcher machen sie besser. Und sie gehen auch dadurch mehr Wissen, weil sie wissen, dann denken, was geht nicht durch. Und an der Entwicklung gibt es nichts Besseres wie Ländermatcher. Match Fußball, willst du daran spielen, dass das nur aufhängig von Engagement oder ist das schon nur der Matchplan und der Taktik geschissen, wenn man Dreier kann? Ist das schon alles fix oder lässt das noch optisch durchkommen, respektive oder das vom Engagement aufhängig machen? Ja, wir machen das schon ein bisschen noch vom Engagement, weil ich meine, wir sind noch nicht in der Rolle, dass wir so, wir können den Match kontrollieren. Und auch gegen Israel, da geht doch, da wird man sich auch seine Sachen herausschaffen, ein bisschen, was kann man vielleicht mehr? Mannball machen und wie müssen wir vielleicht defensiv, wie so Frankreich oder England, tun wir echt über einen Mittelfeldblock geschwart. Und vielleicht sieht man dann, geht Israel so, vielleicht, das müssen wir dann noch gucken, dass man sieht, okay, da geben wir sie vielleicht ein bisschen mehr Hege sichern, probieren vielleicht mal mehr zu Hege Press zu machen. Aber das müssen sie dann noch spielen. Wir können dann ein bisschen trainieren, wenn sie aber noch spielen, ups. Das geht noch nicht gut und dann ist auch der Kapitän gefroht, dass er dann einfach 50 Meter zurück und dann spielen wir das, was wir kennen. Aber trotzdem, das sind so Phasen. Ich nenne nur, du hast den Hege Press, du hast den Mittelfeldblock und forcément gehst du manchmal an Camille Dave gedrückt, aber das ist noch nicht das, was ich unbedingt will. Ich spiele just Horne, Stone und Langbell nach 4 Stunden. Sie wissen schon, dass man Horne will rausspielen und das werden wir natürlich gegen Israel probieren, auch gegen Deutschland. Und ich schwätze nur noch nicht in Italien, weil das mir noch zu weit weg, aber Stand heute also eine Mischung von den Tischen, gehen der Ball, anderen Ball. Der geht auch dahin, pour se faire plaisir, aber nee. Natürlich, wir haben noch gegen Frankreich gespielt, pour se faire plaisir. Wenn in den Match geguckt wird, wo wir Hände raus will ich spielen. Und vielleicht zu viele Hände rausspielen, und wir sind nicht über das Mittelfeld, über das Übergangsspiel und den letzten Drittel, da sind wir nicht genug hinkommen. Weil wir da einfach noch nicht die Lesungen hatten oder die Möglichkeiten, um lange Ball an Ecke zu spielen, weil wir zu viel kurz würden spielen. Und da haben wir gegen England rausgespielt und das werden wir dort auch gegen Israel probieren. Und dann müssen wir eine gute Mischung finden zwischen Kurzballspiel und Langspielen.